Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Factorio C-Blocks hier auf Steel Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir werden mal gucken, was wir heute so zu tun haben. Und da wird also einiges sein. Erstmal, da oben steht eine Kiste rum. Achso, mal die Alt-Taste wieder drücken. So, und wir sehen, dass hier unsere Akkumulatoren fast nicht beladen werden können. Wir haben ein massives Energieproblem, also alles, was unsere Solarpanels momentan herstellen, geht instant in die Produktion und wird auch instant verbraucht. Es ist ja auch schon einiges am Arbeiten hier, das muss man ja auch sagen. Und es funktioniert eigentlich auch ganz gut. Wir könnten hier mal ganz kurz nochmal die Eisenplattenproduktion in Gang bringen und hier die Kupferplattenproduktion. So. Dadurch, dass hier so viel los ist, würde ich jetzt mal sagen, müssen wir noch eine alternative Energieform aufbringen. Und diese wird dann hier Koks uns herstellen. Also das, was wir verbrennen können, Kok. Und das werden wir dann in einem... Und die müssen wir noch bauen, nehme ich mal an. Ich glaube, ich habe gar nicht genügend Material dafür. Wir brauchen einen Heizkessel und da fehlt uns ein Schmelzofen. Dazu fehlt uns... Stein anscheinend. Alles klar. Gut, dann holen wir uns mal das hier. Damit kriegen wir Stein, dann kriegen wir einen Schmelzofen und dann kriegen wir hier auch eine Dampfmaschine. Sehr gut, also wir brauchen eine Dampfmaschine. Warum auch immer sich jetzt beschwert hat, dass wir... Und wir brauchen einen Heizkessel. Da. Dann macht er das aus Stein, dann macht er den Kessel, noch ein Rohr und das dazu. So, gut. Das werden wir jetzt mal versuchen aufzubauen. Das heißt also, wir brauchen einen Wasseranschluss hier. Bin nicht so begeistert davon, dass das hier einfach so rumsteht. Moment, wir machen das hier mal ein bisschen breiter. So. Müssen wir die Energieproduktionen mal hier unten noch mal ein bisschen was hinbauen. Eigentlich wollte ich die Energieproduktion alles oben haben, aber das werde ich wahrscheinlich nicht einhalten können. So, das heißt, eine Energieproduktion, wir brauchen dann einen Wasseranschluss und wir brauchen den Heizkessel. Wo ist der Heizkessel? Da ist der Heizkessel gekommen. So, Durchlauferhitzer. So, und dann kommst du und stellst dich erstmal da dran. Hier können wir dann quasi das reinlegen. Dann wird hier Wasser erwärmt. Das ist nicht zu knapp. Das wird dann reingeleitet. Und das müssen wir dann jetzt noch ans Stromnetz anschließen. Alles klar. Stromnetz haben wir gerade nicht. Da muss ich jetzt mal ganz fix hier mopsen. Zack, danke. Und Kupferplatten brauche ich. Alles klar. Moment, die haben wir hier. Und schon können wir ein paar Poles bauen. Ja, da ist uns doch fast das Holz ausgegangen. Das gibt's ja kaum. Achso, dann machen wir selber noch ein paar Pellets, wo wir noch ein paar Fasern in der Tasche haben. Ja, hier müssen wir, also ab und zu müssen wir hier drin mal mopsen, so Fasern, mopsen, dies und das, wenn wir da irgendwas produzieren. Lässt sich aber dann halt nicht vermeiden. So, wie sieht's hier aus mit dem Slack? Dass oben beide Kisten leer sind. Das ist natürlich nicht schön. Machen wir in der ersten 200 rein, in die anderen Rest. So. Und die 45 gehen hier mal noch in die Kieselerde-Produktion. Damit hier dann genügend Kieselerde vorhanden ist. So, gut, das haben wir. Und jetzt können wir nämlich zumindest schon mal so ein bisschen Energie auch von hier uns holen. Das Ding ist jetzt, arbeitet auch voll am Limit. Ne? Macht jetzt 1 Megawatt. Solange wie es Kohle hat. Oder beziehungsweise 890 produziert es, glaube ich. Ne? 900 Kilowatt kann das Ding produzieren. Produziert so lange, wie es Kohle hat. Die geht hier aber auch richtig ratzatz durch, ne? Das sieht man schon. Gut, lässt sich da nicht vermeiden. Ist dann halt mal so. Gut, das hatten wir jetzt erstmal erledigt und dann brauchen wir noch ganz dringend was anderes. Und zwar, wenn wir hier oben uns weiterhin dieses Coke herstellen brauchen, brauchen wir diese Crushed Coal. Um diese Crushed Coal herzustellen, brauchen wir so einen Crusher. Da wir hier den Crusher dauerhaft im Betrieb haben, um uns diesen Sand herstellen zu wollen, müssen wir also nochmal so einen Crusher bauen. Und der befindet sich hier. Und da brauchen wir für wieder Stein, alles klar. Und dann auch noch einen gebrannten Stein. Komm mal her. So, die Steine kann ich mir davon machen. Mach doch mal ein paar Steine. So, und die werden wir dann erstmal hier mit reinschmeißen. Das werden wir erstmal hier durchbrennen lassen mit. Da sind wir erstmal nicht so zimperlich. Da sollte was gehen.
So, die holen wir denn hier raus. Ziegelsteine, die wir dafür brauchen. Wir brauchen insgesamt 5 Stück und 30 Eisenplatten. Alles klar, 30 Eisenplatten. Alles kein Problem, haben wir alles vorrätig. So, hier haben wir dann wieder noch ein bisschen Eisenerz und Kupfererz. Braucht man ja auch immer mal wieder. Wie sieht es hier mit der Produktion aus? Eisenplatten, da liegen noch 8 Stück drin. Hier liegen noch 200 von den Dingern drin. Hier liegt keiner drin, weil hier 3 drin liegen. Und hier liegen 2 drin, die gerade was am... Achso, die sind gerade was am machen. Alles klar. Gut, das ist ja gut. So, dann haben wir jetzt... Können wir hier einen Stone Crusher uns noch bauen. Den brauchen wir nämlich, um aus der Kohle, die wir hier haben... 164 haben wir schon mal. Dann gucken wir erstmal, wie viel wir hier wieder unterkriegen. Da kriegen wir ein bisschen was unter. Und dann gucken wir mal, wie viel wir hier oben... Brauchen wir hier oben jetzt gerade? Ja. Ah, die kriegen wir sogar komplett alles unter, die ganze Kohle. Schade. Ich dachte, jetzt bleibt schon mal ein bisschen was über. Aber so weit sind wir noch nicht. So, unser Crusher ist jetzt fertig. Und da das gerade nur so ein Sonderteil ist, was man ab und zu mal bloß bedient, stelle ich mir das hier oben in die Ecke. Komme ich denn da noch vorbei? Mal gucken hier, komme ich da noch durch? Ja, da komme ich noch durch. Bringen wir uns den hier oben in die Ecke und sagen zu ihm, hier, du sollst mir ab und zu mal Kohle crushen. Und wenn wir jetzt hier dann die Kohle nehmen, die... Keine Ahnung, warum der das jetzt hier nicht... Achso, hier noch Stein drin ist, alles klar. Na gut, okay. Also, der wird jetzt fleißig Kohle produzieren und dann können wir nämlich hier die Kohle nehmen. Und ab und zu schmeißen wir die einfach hier rein. Und sagen, mach uns mal die Kohle klein. Dann haben wir ein bisschen kleine Kohle. Und dann kommen wir da nicht durch, na gut. Aber wir kommen da hin, wir können die Kohle reinschmeißen. Und dann stellt er uns hier aus dieser Kohle. Zack. Coke her. So. Warum das Ganze gemacht wird, also warum ich nicht die Kohle direkt verheize, liegt einfach daran. Wir stellen aus einer Kohle zweimal diese Teile her. Und eine Kohle hat 8 Megajoule und die hat jeweils 5 Megajoule. Das heißt also, wir gewinnen quasi 2 Megajoule an Leistung oder beziehungsweise, wenn man das hochrechnet, 1/4 mehr Leistung. Und ja, das ist es mir dann doch schon wert. So, und jetzt schaffen wir mal wieder die Akkumulatoren über Nacht zu laden. Mit den zusätzlichen 900 Kilowatt, die jetzt hier erzeugt werden. Wir werden das nachher hier zwei quer hinstellen und dann hier ein Rohr verlegen. Beziehungsweise das wahrscheinlich, das habe ich ein bisschen zu weit oben gebaut. Genau, wir können mal gucken, kann ich hier eigentlich noch einen zweiten, kann ich noch eine zweite Dampfmaschine bauen? Ich kann sogar schon eine zweite Dampfmaschine bauen. Nur umso schneller geht unsere Kohle dann halt eben durch. Ne? Also dann ist wirklich so, dass wir das nicht ständig machen können, weil wir die Kohle oder den Coke nachher auch noch für andere Sachen brauchen. Wir brauchen ihn nämlich dann nachher, um Carbon herzustellen. Da müssen wir mal gucken, wie viel Carbon kriegt man aus einmal Coke. Und wie, der hat 6 Megajoule Brennwert. Moment. Wenn der Arbeitsschritt uns da noch was bringt. Und dann können wir mal ganz kurz gucken hier. Dann können wir mal Steuerung E, sind wir im NEI, hier mal Crushed Coal. Aus Crushed Coal, Receive 4, nee, was kann man dann machen? Da kann man Coke mit herstellen und mit Coke kann man Carbon herstellen. Zweimal Coke und ein bisschen Carbondioxid erzeugt 3 Carbon. Na gut, da brauchen wir das Carbon. Da brauchen wir eine halbe Kohle für das Dioxid in etwa. Gut, das ist nicht weiter schlimm. Aber das würde uns noch mehr Energie bringen, ne? Wenn wir das verheizen würden. Gibt es auch noch dieses eine Rezept für? Da brauchen wir einen Liquifier für oder sowas. Und einen Liquifier, haben wir da noch einen? Da haben wir sogar noch gerade noch einen über. Dann könnte man das sogar noch ein bisschen veredeln. Moment mal, das probieren wir mal, indem wir... Könnte natürlich, ja, könnte kritisch werden. Nicht noch zweimal Kohle. Aber das probieren wir mal aus. Wir legen den mal hier an. So, du gehst dann erstmal hier so ein bisschen damit rein. Dann brauchen wir von hier ein wenig. Kohlenstoffdioxid. So. Du weißt noch gar nicht, was das soll, ne? Aber du sollst mir. Du kannst auch Coke herstellen. Achso, ja. Du sollst mir Carbon herstellen. So, und zwar aus. Coke. Wie viel Coke haben wir hier noch? Warte mal, ich mach's mir hier mal 5 raus. Nicht weiter schlimm, die lege ich da einfach mal rein. Das geht auch relativ fix. Gib mir mal das ganze Zeug hierher. So.
produziere das mal, wandel das mal alles um. So weit wie du kannst. So, und dann kriegst du hier als Brennstoff schon mal einen davon reingelegt. Wenn es dann soweit ist, dass du wieder Brennstoff brauchst, ne, wirst du gleich brauchen. Weil das schmeiß ich auch noch rein. Also wenn denn die Veredelung, die scheint hier. Das kostet uns hier zwar noch mal eine Kohle extra, aber wenn wir da mehr Energie rauskriegen, das müsste man wieder mal dann hochrechnen, ne? Da müsste man wirklich sich mal Gedanken drüber machen. Aber so erholen wir aus 10 Megajoule 18 Megajoule raus. Das ist ja noch mal eine ganz schöne Steigerung. Also dafür noch mal eine Viertel Kohle opfern und dann eine halbe Kohle. Eine Kohle macht 50, ne? Soweit ich weiß. Jetzt ist aber auch fleißig am Produzieren hier. Also jetzt sind die Kohlen aber auch hier, ne? Also, na gut. Wird hier natürlich auch ordentlich verbrannt. So. Dann kriegst du erstmal hier nochmal ein bisschen Brennstoff zugeordnet. Hier nehmen wir mal raus, damit wir dann hier wieder was reinstecken können. Den Brennstoff nehmen wir hier raus. Topfen den erstmal damit rein. Nehmen den hier wieder raus. Hier gebe ich die Hälfte dazu. Und die andere Hälfte wandert erstmal hier rein. So, in die Energieproduktion. Alles klar, so. Apropos Energieproduktion. Moment, da werden wir jetzt mal ganz kurz voll auf die Akkus umstellen. Und wir bauen uns mal... Nein. Müsste doch zwei davon haben. So, die stellen wir dann nämlich parallel mal hier hin. Machen wir den Pole da weg. Den Pole, so. Passt nicht. Da kommen wir nicht mehr dran vorbei. Ach, dann muss ich das jetzt ja einmal abbauen. So, dann machen wir da eine Lücke drin. Und dann machen wir den Ofen. Oh. Den Ofen noch da einstellen, ne? Erstmal und dann. Wo sind die denn jetzt wieder hin? Da. Den dahin, den dahin. So ein Röhrchen daran gelegt. Ein Pümpchen, ein Röhrchen. Das Zeug da rein und dann hier ein Strommast dazwischen gestellt. Und alles ist gut, erstmal. Wie wir den Coke hier oben ranbringen, das ist ja so von Hand gesagt. So, aber wir können jetzt hier erstmal überall durchlaufen nochmal, ne? Nein, hier oben können wir nicht mehr durchlaufen. Alles klar, okay. Haben wir schon wieder ein gesperrtes Gebiet gebaut. So, was ist hier los? Warum passiert nichts mehr? Was ist los? Fehlt wieder Slack? Slack fehlt. Aber da können wir jetzt richtig nachholen. Na, gibt es jetzt hier einmal 200, 300, 200, 300, so und den Rest Slack behalten wir erstmal in der Tasche. Dann können wir das jetzt wieder rausnehmen, so. Gut. So, und jetzt gucken wir mal in die Energieproduktion. Wenn jetzt so alles steht hier, dann ist diese Energieproduktion runtergefahren, das ist gut so. Also, dass die dann hier wirklich nur dann einspringt, wenn was muss. Gut, okay. Okay, das funktioniert. So, wie sieht's hier aus? Da haben wir ein bisschen Carbon Oxide gekriegt. Da liegen noch 36 drin, das reicht jetzt noch eine Weile. Dann hauen wir hier erstmal noch ein paar rein. So. Gut, aber hier sieht man, also die Kohle, die geht, die wird echt rausgenommen. Hier, das geht ratzfatz. Okay, dann werden wir jetzt hier ein wenig Kohle reinlegen wieder, damit das was produzieren kann. Dann werden wir die Restkohle... Nein, wir gucken mal noch mal ganz kurz, wie es hier in der Fabrik aussieht. 92. Naja, kommt das. Ein Zyklus jetzt durch. Die Restkohle werden wir erstmal hier reinwerfen. Puh. Na gut, wir verbrauchen natürlich auch alle Energie, die ganzen Prozesse, aber ich hoffe, dass es wirklich was bringt. Wir werden den Carbon verheizen hier. Sind zwar etliche Prozesse, die hier wirklich am Arbeiten sind und die Energie verbrauchen, aber. Ja, das müsste ja was bringen. Also, ich meine, wir holen aus. Wir holen aus einer Kohle statt 8 Megajoule 18 raus. Oder 16, oder was ist das noch hier? 18, dreimal kriegen wir den hier raus, ne? Aus einer Kohle machen wir zwei hiervon und drei davon. 18, aus einer Kohle auch von 8, also 10 Megajoule mehr. Doch, doch, doch.
doch, das sollte sich lohnen. So, und wie du siehst, das läuft hier ganz gut. So, dann hat man aber hier beim Schwefelprozess dann irgendwo viel Schwefel da. Ach ja, hier brauche ich den gar nicht einlagern. Hier muss ich ihn einlagern. Das ist absehbar, dass wir irgendwann zu viel Schwefel haben. Gut, aber hier geht es fleißig weiter. Hier wird produziert. Ah, hier haben wir auch noch was verheizen können. Haben wir noch ein bisschen Carbon? Warte mal, du kriegst mal 10 Carbon hier dazu gesteckt. Jetzt ist natürlich dieses Ding hier in Vollbetrieb, weil wir jetzt gerade die ganzen Verbrennungsöfen, die wir besitzen, da noch umstellen. Ich hoffe, dass auch unsere Metallurgie nachher ganz gut läuft. Gott, wie kriegen wir das denn nachher? Wird das denn nachher alles so geordnet, dass das wirklich auch so funktioniert, wo es funktionieren soll? Naja, gut, egal. Kriegen wir alles schon hin. Wird schon schief gehen. So. Dann stecken wir hier nochmal ein bisschen Energie rein. Dann ist hier einmal das Ding voll. Dann stecken wir hier Energie rein. Das wird eine ganze Weile reichen. Gut. So. Ich werde jetzt nochmal ganz kurz raussuchen, damit wir sehen, was wir gebaut haben. Wir haben hier in der Ecke ein bisschen Strom dazu gebaut, die Ecke auch ein bisschen mit Lenfel aufgefüllt. Wir haben herausgefunden, dass, wenn wir die ganze Sache zu Carbon verarbeiten, es ein wenig vielleicht effektiver wird am Ende. Also wir brauchen ungefähr, naja gut, wir müssen sagen, dass wir hier ja auch noch ein bisschen Carbondioxid mit verbrauchen, was auch immer noch eine halbe Kohle ist. Aber wir machen aus anderthalb Kohlen, machen wir so viel Brennwert wie 2,2 Kohlen haben. Ich denke mal, das sollte gehen. Das sollte sich durchaus rechnen. Und daraus machen wir wieder Strom und mit dem Strom können wir hier alles ein bisschen in Betrieb halten. Und so weiter und so fort. Gut. Das war eine Runde Factorios C-Blocks hier aus D-Game Studio. Mein Name ist Master Schröder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Mir hat es über welchen gemacht. Und hier geht so langsam aber sicher wieder das Licht aus. Darum sage ich jetzt Tschüss und auf Wiedersehen. Wir sehen uns morgen. Tschüss.